Wir zeigen euch heute, wie ihr traumhaft leckere, weiße Kokospralinen herstellen könnt. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes brauchen wir Kokosmilch. Sie wird zusammen mit Vanillezucker so lange erhitzt, bis sie einmal aufkocht. Anschließend wird der Topf vom Herd genommen und gehackte weiße Schokolade dazugegeben. Das Ganze verrührt ihr so lange, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Wenn es soweit ist, kommen noch Kokosraspeln dazu und werden ebenfalls gut untergerührt. Dann wird die Pralinenmasse in eine kleine Schale gefüllt, mit Frischhaltefolie abgedeckt und für 5 bis 6 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Nach der Kühlzeit ist die Masse deutlich fester und kann mit Hilfe eines Teelöffels zu kleinen Kugeln geformt werden. Da die Masse durch die Handwärme schnell weich wird und klebt, sind Einmalhandschuhe hier echt praktisch. Die Pralinen werden zum Schluss noch in Kokosraspeln gewälzt und anschließend in Pralinenförmchen oder kleine Muffinförmchen gesetzt. Bei Raumtemperatur halten sich die Pralinen ca. 2 Tage frisch, im Kühlschrank ca. 5 Tage. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.